Masters Racing. Welcome to Formula One 2014. Hallöchen, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test. Im Hintergrund seht ihr schon das neue F1 2014. Wir werden uns dieses jetzt mal genau anschauen und mal eine kleine Testrunde drehen und mal das Formel 1 2014 und das 2013er vergleichen versuchen. Ja, dann kommen wir gleich mal ans Angemachte. Ich habe schon mal eine kleine Runde gedreht, macht aber nichts. Wir haben hier die englische Version übrigens. Gefällt mir ein bisschen vom Funk besser, ich weiß nicht wieso, aber ist mal was anderes. Die erste Neuerung, was mir schon auffällt, wir haben endlich nicht mehr dieses fade Windkanal-Design, wo man das Auto immer betrachtet, sondern wir sind hier schon wirklich auf der Strecke. Ja, was ist hier neu überhaupt? Ja, die ganzen Fahrzeuge, Fahrer, die Designs und zwei neue Strecken. Und zwar die in Sochi und in Österreich am Red Bull Ring. Ja, was schauen wir mal zu mein F1. Hier können wir ins RaceNet einsteigen, unsere Statistik ansehen, Einstellungen vornehmen, speichern. Oder uns die Mitwirkenden anschauen. Nichts Aufregendes gibt's jetzt eigentlich schon seit 3 Jahren. Was mich ein bisschen enttäuscht, ist die Grafik, denn die kommt erst nächstes Jahr für den Next Gen. Aber das macht uns nichts weiter. Ich würde sagen, starten wir mal in den Grand Prix. Ja, hier die übliche Auswahlmöglichkeit der Teams. Wo fahren wir am besten mit? Nehmen wir mal Toro Rosso, ist nicht gerade das stärkste Team, macht doch nichts. Wir nehmen Daniel Kiat, ja, dann nehmen wir klar. Hier können wir noch einstellen, was wollen wir überhaupt? Wollen wir nur das Rennen? Wollen wir das schnelle Wochenende mit einer Runde Qualifying oder das lange? Da gibt es sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Wir machen hier mal. Was machen wir denn? Machen wir das schnelle Weekend mit 3 Runden. Eine neue Schwierigkeitsstufe hat sich dazu getan. Das ist Very Easy. Wir fahren aber hier mal mit Easy. Nochmal zu Demonstrationszwecken. Hier können wir noch das Wetter einstellen. Dynamisches oder wir nehmen gleich mal trockenes Wetter. Oder leicht bewölkt. Und so weiter und so fort. Aber wir nehmen mal dynamisch. Drücken wir auf Continue. Ja, hier haben wir schon mal den australischen Grand Prix, Abu Dhabi, Brasilien und so weiter und so fort. Ich suche uns mal jetzt hier eine neue Strecke raus. Ich bin ja Österreicher, also lasse ich es mir nicht nehmen. Am Red Bull Ring für euch ein kleines Wochenende zu veranstalten und hier sind wir schon in Spielberg. Hier sehen wir mal die gleichen Startbildschirme, also Ladebildschirme, wieder mit viele Informationen, aber neuen Bildern. Eins kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen, das Fahrverhalten ist etwas schwieriger geworden. Hier sind wir in Spielberg. Auch die neue Tribüne rechts zu sehen. So, das Einsteigen ist zum Vergleich zum 2013 alles gleich geblieben. Ja. Hier können wir noch ein kleines Setup auswählen für unser kleines Qualifying. Und dann geht es auch schon los, was ich jetzt leider etwas enttäuschend finde. Es gibt leider keine Streckenvideos mehr. So, wir haben das gleich mal so gelassen und dann geht schon in die fliegende Runde. Hier sieht man leider die Grafikschwäche etwas. Wir spielen hier schon auf hoch. Das ist trotzdem etwas enttäuschend.
Ja, das habe ich mir jetzt mal kurz zu Demonstrationszwecken absichtlich gemacht, damit man etwas sieht, wie schwer das Auto unter Kontrolle zu bringen ist. Ein großer Vorteil im Cockpit, finde ich, ist das große Display mit den vielen, vielen Informationen. So, wir sind... ...13. fürs morgige Rennen. Ja, leider grafisch gerade nicht der Schmaus. Ob es jetzt das Geld wert ist für ein kleines Update der Fahrer und der Strecken, ich weiß es nicht, denn 50 Euro sind doch ein Heidengeld. Aber der halt Formel 1 Fan ist, der kann das ruhig mal machen. So, vom Garagendesign alles gleich, wie immer schön. Wie halt in so einer Garage alles so ist, ne? Ja, dann würde ich sagen, fahren wir auf die Strecke und schauen wir mal, was wir für eine Position ergattern. Ja, wenn ich für euch trotzdem das Spiel Let's Play soll, dann zeigt's mir mit Likes, Kommentaren und dann, wenn genug zusammenkommt, wenn genug Interesse ist, also immer schön dieses Video teilen, dann können wir hier gerne mal ein Let's Play draus machen. Nur so eine Saison. Wow! So, wir sind hier 22. Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich eine Strafe gekriegt, ich weiß es nicht. Da hätte es jetzt schon fast gekracht, das wollte ich jetzt nicht. So, in die erste Kurve geht's hier auf die lange Gerade. Die Strecke hat so um die 4 Kilometer. Wir schauen mal die anderen Kameraperspektiven uns kurz an. So, jetzt geht's hier in die nächste Kurve. Hier geht's jetzt, oh mein Gott, wir haben uns verhakt. Hier geht's jetzt wirklich bergauf. Geht's hier wieder bergab und gleich in die nächste Rechtskurve. Hier muss man schön bremsen, damit man nicht den Halt verliert. Wir sind schon auf Platz 17. Den neuen Motorensound finde ich jetzt gar nicht so übel. Den haben sie gut hinbekommen, finde ich, meine Damen und Herren. Denn wir fahren hier nur mit V6. Dann den das Quers gibt es auch immer, das ist jetzt alles umgeändert worden. Mit dem Bremsrückgewinnungssystem. Wie das jetzt abgekürzt heißt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ist ja egal. So, Runde 2 von 3, meine Damen und Herren. Wir sind schon hinter so Team. Ob wir jetzt erstockelt kommen, ich glaube nicht. habe ich zu früh gebremst. Ich traue mir irgendwie wetten, wenn wir in der ersten Runde bei dieser letzten Kurve da hinten nicht den Fehler gehabt hätten, wären wir vielleicht sogar am Stockern gelandet. Jo, da geht's runter und vor uns ist Hülkenberg. Hier drüben sehen wir übrigens auf der linken Seite den Stier aus Red Bull Dosen. Oh, da hat es jetzt gecheppert. Hoffentlich kriegen wir keine Strafe. Und ab und zu bin ich doch strafengeil. Es gibt natürlich auch wieder die sogenannte Rückspurfunktion. Verwende ich aber ab und zu nur, wenn es notwendig ist. Und ich muss leider den Benzin, glaube ich, unten ein. Der Benzin wird knapp. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt ausgeht. Ich hoffe. Und wir sind 13er. Noch immer hinter Hülkenberg. Hinter Jean Perez. Kriegen wir ihn da jetzt in der Kurve? Das ist die Frage. Wir haben die beste Sektorzeit gerade gefahren.
so das neue Layout finde ich jetzt gar nicht mal so übel vom Design. Gefällt mir. Man kann es auch in den Optionen übrigens komplett verändern. Also so gefällt mir das ganze Spiel. Aber eben die Frage ist, ob das der Preis für dieses kleine Update meiner Meinung nach gerechtfertigt ist. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und lasst uns mal eine Runde diskutieren. Oh, und Nico Rosberg ist im Ziel. So, und da kommen wir auch hier. So, wir haben's. Zwar sind wir nicht auf Podium, aber 12. ist auch nicht schlecht. Ja, da werden wir noch ein kleines bisschen gelobt. Was mir noch stört bei dem Spiel, ganz ehrlich, ich wünsche mir schon seit 3 Jahren eine richtig geile Siegerehrung. Gibt's nicht. Das wäre vielleicht nicht schlecht für die nächste Generation. Bitte eine Siegerehrung. So, hier sehen wir unseren Red Bull Renault. Und das war's dann auch schon von meiner Seite. Wie gesagt, wenn ihr dieses Spiel als Let's Play haben wollt auf meinem Kanal, lasst es mich wissen in Kommentaren, in Likes. Und dann können wir es gerne mal machen. Dann möchte ich noch euch einen Aufruf machen für Kanalvorstellungen. Wollt ihr, dass ich euren Kanal vorstelle, dann bewerbt euch unter reddragongamer@gmx.at, die E-Mail-Adresse in meiner Kanalinfo. Oder über YouTube direkte Nachricht, geht auch. So, das war's von meiner Seite und bis bald, euer Red Dragon Gamer.